So, wir machen weiter die Eulen. Und zwar stellt mal die Funktionsvorschrift auf, die diese Parameter hat. Hier habe ich einen y-Achsenabschnitt bei 4 und ich weiß bloß, dass der Anstieg 1,5 ist. Und ich möchte nach der allgemeinen Vorschrift m mal x plus n eine ganz konkrete, also in dieser Form haben. Das ist die Form für lineare Funktionen. Und ich möchte jetzt hier eine ganz konkrete haben, aber vermeiden, dass ich das n echt hinschreibe. Also die Klammerform bitte. So, genau. Wir hatten nämlich eben unseren MAFU. MAFU ist die Abkürzung. MAFU, hier. MAFU. Und MAFU ist Mathefuchs. Der hat uns diese Form geliefert. 1/2 mal x minus 8. Kontrollieren wir mal, ob das dann wieder hinkäme. Mal sehen. Das wäre 1/2 x minus, ja, 8 mal 1/2 ist minus 4. Oh. Stimmt das? Das heißt, dieses Ding hier, dieser Graph hier, würde bei minus 4 die y-Achse schneiden. Aha. Wir wollten doch die Verspätung konkret reinschreiben. Schreiben wir mal die Verspätung konkret rein. Was ergäbe sich dann? Und das, glaube ich, ist logischer. Hier. Aha. Na, das würde passen hier. 1/2 mal x, 1/2 mal minus 4. Wir wollten doch die Verspätung hier, diese 4, diese. Die wollten wir doch konkret hier reinschreiben. Es kam uns nicht darauf an, hier irgendwas anderes entstehen zu lassen, eine 4 entstehen zu lassen danach, sondern die muss dann das echte n ergeben. Ne? Genau. Moment. Machen wir gleich noch ein zweites Ding, und zwar f von x wieder nach der allgemeinen Form soll in diesem grünen Fall heißen. Und jetzt, den schreiben wir davor. 3 mal x verspätet um 1. Peng. Wenn ich den jetzt ausmultipliziere, würde der heißen, obwohl ich das gar nicht will, denn hier, das ist die Verspätungsform, so könnte man auch sagen. Da könnte ich sagen, ist 3x minus 3. Und das lässt sich einigermaßen hier ablesen, der würde hier unten erst schneiden. Aber die will ich ja gar nicht haben, weil dieser Bereich hier unten, der ist mir eigentlich Schnuppe hier. Hier unten, das ist mir unwichtig. Es gibt keine negativen Wege. Das ist unwichtig. Jetzt hierfür. Bei 7 ist die Nullstelle. Das hier unten ist uns eigentlich egal. Darum geht es nicht. Und wir möchten trotzdem eine Verspätungsform, sagen wir es mal spaßeshalber, dazu machen. Eine Verspätungsform f von x ist gleich tralala. Auflösung 2 Drittel x minus 7. Genau. Aber in Klammern. Wenn ich das ausmultipliziere, komme ich auf einen y-Achsenabschnitt von minus 14 Drittel. Das ist ungefähr, 15 Drittel wären minus 5, ne? Ungefähr bei minus 5 muss der schneiden. Und wenn das 7 lang ist, dann sind das ungefähr 5 lang. Müsste klappen. Ein Ding noch und dann hören wir auf. Sekunde, ich mache bloß schnell das Kreuz. Genau, hier haben wir dann die Form, weil der verfrüht losfährt. Müssen wir sagen, plus 3, der ist früher losgefahren, 3 Minuten früher. Obwohl er bei minus 3 natürlich die Nullstelle hat. Wenn man das ausmultipliziert, ergibt das die typische Linearform. Ein Drittel x ist der Anstieg, 3 nach rechts, 1 nach oben, 3 nach rechts, 1 nach oben und plus 1 ist der y-Achsenabschnitt. So, schönen Feierabend.